Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid mit der S-Bahn, die hier gerade auf dem Weg aus dem Bahnhof ist. Ja, heute habe ich was für die Schönbauer unter uns. Und zwar ein richtig, richtig tolles Kirchenpaket von der guten Siri. Nach längerer Entwicklungszeit ist das Ganze jetzt fertig geworden und da waren auch noch einige andere dran beteiligt, unter anderem der gute Yoshi, der Mediziner, die Likaon und dann noch der Enoid Black und der Schwarzfahrer. Die beiden letzteren waren nicht direkt beteiligt, sondern die haben einfach nur die Freigabe gegeben, dass ihre Kirchen aus Transport Fever bzw. Train Fever konvertiert werden dürfen, ein bisschen angepasst werden dürfen und dann auch in dem Paket enthalten sein können. Lieben Dank an alle Beteiligten an dieser Stelle und ja, Download-Link gibt es natürlich in der Videobeschreibung und dazu braucht ihr auch noch den Zäune-Mod vom Snowball, denn die Friedhofsmauern werden in den Zäune-Mod integriert. Den Link dazu, falls ihr den noch nicht installiert habt, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Ich zeige euch das Ganze mal. Wir ebnen uns hier mal ein. Planieren uns hier die Ebene mal. Damit wir hier dann schön unsere Kirchen platzieren können. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich habe so ein bisschen Hüsteln. Also seht es mir nach, falls ich mal nicht so klar spreche oder zwischendurch mal einen kurzen Huster von mir gebe. Wenn ihr das Ganze installiert habt, findet ihr das hier unter Kirchen. Das ist ein eigener Reiter. Und da seht ihr hier schon, wir haben hier einmal die Kirchen, dann haben wir das Friedhofstor, die Laternen, die Gräber, die Kapelle und sogar eine Gießkannenspinne. Ja, die Gräber hier sind auch enthalten in diesem Kirchenpaket. Die gab es hier als separate Mod im ersten Teil und jetzt haben wir das Ganze hier wunderbar mit in dem Kirchenpaket. Aber wir beginnen mal mit den Kirchen. Wir haben 7 verschiedene und für die Martini-Kirche, ich glaube, das ist die hier. Ist das die? Genau, da haben wir hier noch Einstelloptionen. Da können wir hier oben die Turmspitze verändern, die Dachtextur und die Gemäuertextur. Richtig cool. Kann man also auch öfter auf der Karte verwenden, einfach mit anderen Texturen. Und dann können wir hier noch skalieren, wie groß bzw. klein die Kirchen sein sollen. Das finde ich richtig cool. Dann haben wir hier die erste. Ich setze sie jetzt mal alle hier hin. Einmal die. Einmal die. Dann haben wir hier so ein Riesenteil. Das ist ja schon auf 100% ziemlich groß. Wenn man das auf 150 macht, ich setze das mal hier in Relation zum Bahnhof. Das ist schon ordentlich. Bauen wir auch mal hier hin. Dann haben wir hier so ein, ja, wie so einen kleinen Dom. Diese. Und die hier kenne ich auch noch. Das ist die Kirche Bochum Stiepel. Coole Auswahl. Die Uhren sollen auch funktionieren. An einigen Kirchen. Boah, 9:30 passt. Hier auch. Sehr cool. Hier ist auch noch eine. Ich verbaue ja auch viel zu wenig Kirchen, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also mit dem Paket wird es auf jeden Fall wieder mehr geben. Ah, das sieht auch schick aus hier mit den Torbögen. Wirklich sehr, 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 sehr cooles Paket. Dann haben wir hier noch dieses Friedhofstor. Dann haben wir einmal mit Kreuz, ohne Kreuz.
offen ohne Kreuz. Dann die Laternen. Und dann hier die Gräber. Kann man hier oben auf zufällig stellen. Und dann kann man hier die Grabsteine entweder nichts, Grabstein oder Kreuz. Den Grabsteintyp noch auswählen. Okay, wenn man hier auf manuell geht, dann geht das. Aber wenn man auf zufällig geht, dann baut er sowieso zufällige Gräber. Kann man hier zum Beispiel bepflanzt mit einer Grabplatte, mit so einem Gitter. Grabsteinfarbe. Wirklich eine coole Sache. Wird es definitiv auch geben, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe zum Basteln. Eine richtig schöne Kirche. Auch in Kassel hier hinten. Da wollte ich dann als nächstes mal ein bisschen weiter bauen, damit wir auch den Bereich hier bebaut kriegen. Und damit wir hier auch bald mal Mitfahrten machen können. Hier würde sich doch eine schöne Kirche anbieten oder vielleicht sogar hier oben. Dann haben wir die Kapelle, die gibt es ja auch im ersten Teil. Und ganz neu ist diese Gießkannenspinne und das finde ich ja auch sehr cool. Kann man hier entweder Zufall reduziert, dann hängen da vier dran. Und bei komplett haben wir 6. Und dann können wir hier noch die Größe der Spinne 4, 3 Arme, 2 Arme oder halt zufällig. Und die Farbe der Gießkanne können wir uns noch auswählen. Coole Sache auf jeden Fall. Und dann haben wir hier in der Zäune-Mod haben wir hier noch die Mauern. Dann haben wir die grobe Ziegelsteinmauer, die helle Ziegelsteinmauer, feine Ziegelsteinmauer und die dunkle Ziegelsteinmauer. Und das funktioniert ganz normal wie die anderen Zäune auch. Ein Punkt am Anfang, einmal mit der linken Maustaste und dann könnt ihr hier den nächsten Punkt, linke Maustaste, den nächsten, dann geht ihr hier wieder zurück. Zack und dann fertig. Sehr cool. Dafür braucht ihr dann den Zäune-Mod, damit ihr auch die Mauern ziehen könnt. Setzen wir die auch nochmal, die anderen. Ja, Moment. Und zu guter Letzt noch diese hier. Kann man natürlich auch für andere Sachen benutzen. Mauern gehen auch immer. Sehr schön. Alles in allem ein richtig schönes Paket. Kleine Kirchen, große Kirchen. Und natürlich kann man auch die großen Kirchen zu kleinen Kirchen machen. Wenn man hier mal guckt, welche ist denn die kleinste? Oh, das ist schon die kleinste. Wenn man hier einmal ganz runter skaliert, dann haben wir hier, ja, das ist schon sehr klein. Kann man könnte man auch so eine kleine, wie nennt man denn das, auf einer Alm so eine kleine Wallfahrtskirche. Das würde auch gehen. Und dann gibt es natürlich auch hier die ganz großen, die selbst wenn man sie auf 50% skaliert, sehr, sehr groß sind. Und so natürlich richtig monströs. Okay. Das soll es gewesen sein. Ein, wie gesagt, tolles Paket, mit dem man bestimmt viel Spaß hat. Sehr viel Abwechslung, was Kirchen angeht. Eins noch, falls ihr von Transportiva 1 Kirchen aus diesem Paket, die hier drin sind, schon konvertiert habt. Also eine dieser 7 Kirchen. Ich weiß jetzt nicht genau, auswendig weiß ich es nicht. Ich weiß, dass es die im ersten gab und die.
wenn ihr schon Kirchen konvertiert habt oder auch dieses Grabsteinpaket hier mit der Kapelle, dann das vorher löschen und dann diese Mod hier aktivieren, weil ansonsten kann das zu Abstürzen führen. Das steht auch noch dabei. Generell empfehle ich auf der Download-Seite einfach alles durchzulesen, was da steht. Stehen noch einige andere Sachen. Ist immer nicht verkehrt. Nicht mir einfach alles blind glauben oder denken, ich hätte alles erwähnt. Manchmal vergesse ich auch was. Einfach am besten selber lesen. Da sind die meisten Fragen, beantworten sich dann einfach selbst. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß damit und ja, hoffe, wir hören uns bei einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, ciao.